Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tagesenergie-Orakel. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Wir wollen heute mal reinschauen, wieso die Energien sind für diesen Montag. Und wie immer ist es ein allgemeines Orakel. Das bedeutet, es kann auf dich zutreffen, muss es natürlich aber auch nicht. Und du solltest dir immer nur das rausnehmen, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Wir beginnen heute mal mit dem Seelenforscher-Orakel. Da hätte ich ganz gerne drei Karten. Was darf ich meinen Zuschauern heute mitgeben? Dankeschön. Also, wir haben hier einmal den Sonnenaufgang, die Berge und den Flamingo. Es geht darum, dass du lernst, dich deinen Hindernissen zu stellen. Es kommt jetzt dieser Neubeginn am Horizont. Etwas Neues möchte kommen und ich glaube, du spürst das auch schon, dass es an der Zeit ist, dich deinen eigenen Themen zu stellen, vielleicht auch deinen eigenen Innenthemen zu stellen und dann von innen nach außen heraus zu platzen sozusagen. Trau dich anders zu sein, sagt mein Freund der Flamingo hier. Und es geht darum, auch gegen widrige Umstände zu dir selbst zu stehen. Zu schauen, was ist wirklich deine Meinung, dein Wissen, deine Einstellung zum Leben. Überprüf dich hier ruhig mal selber und schau, weswegen du vielleicht auch an gewissen Stellen du gegen Wände rennst oder halt gegen einen Berg rennst, gegen anrennst, gegen andrücken musst. Und dann, ja, dann ändere, was du ändern kannst und für den Rest bete sozusagen. Die Tagesenergiezahl ist heute die 707 und es geht darum, dass aufrichtige Gebete erhört werden. Aber wenn du ein Gebet sprechen möchtest oder wenn du um etwas bitten möchtest oder wenn du eine Veränderung dir wünschst, musst du natürlich erstmal wissen, was möchtest du überhaupt. Und dafür brauchst du vielleicht ein bisschen Zeit heute, um darüber nachzudenken, wohin deine Reise wirklich gehen soll und was du wirklich machen möchtest. So. Eine Karte aus dem Orakel der Göttinnen, ja wunderschön, die Kali. Ende und Anfang. Das Alte muss losgelassen werden, um Platz für das Neue zu schaffen. Also ganz gleich, ob du deine Situation verändern möchtest oder dich verändern möchtest oder deine Gefühlswelt verändern möchtest, bring erstmal etwas zu Ende. Ja, bring das eine zu Ende, schließe damit ab, wenn du kannst, vergib, lass es los, hör auf, dich an irgendetwas festzuhalten, was dir nicht mehr gut tut. Wirf die alten Blätter ab sozusagen. So, wir gucken nochmal hier in das Wild und Unknown Tarot, was wir noch so mitkriegen für den heutigen Tag. Und dann belassen wir es dabei. Ich glaube, es ist ein Tag der Innenschau, ja. Huch, okay. Ja, und eine letzte hätte ich gerne noch. Eine fünfte Karte hätte ich gerne noch. Danke. Also, wir haben den König der Schwerter. Überlegtes Auftreten. Es könnte auch sein, dass jemand von außen kommt und dir vielleicht eine Wahrheit ins Gesicht sagt, die du nicht hören wolltest, etwas ins Bewusstsein dir holt. Es kann aber auch für dich selbst stehen. Es kann sein, dass dir diese Erkenntnis auch von ganz alleine kommt. Könnte sich aber auch um eine externe Person hier handeln. So, dann haben wir hier den Herrscher. Gedanken haben Macht über dich, deine eigenen Gedanken haben Macht über dich. Überleg dir, ob du vielleicht jemand anderem auch hier die Macht über deine Gedanken gibst, ob du jemanden für dich denken lässt, jemanden die Verantwortung übergibst. Das fällt so unter das große Feld des Mann macht das ja so. Mann reagiert immer so auf diese Herausforderungen. Vielleicht möchtest du aber umdenken und anders sein. Ja, vielleicht möchtest du aus diesem Problem kein Problem machen. Vielleicht möchtest du aus diesem Ende, was ansteht, kein Drama machen, sondern dich auf den Neubeginn freuen. In irgendeiner Art und Weise geht es hier darum, wirklich deine Meinung oder deine Gefühle von den externen Meinungen anderer Menschen oder vom Zeitgeist oder von der Gesellschaft oder vom Rechtssystem oder wie auch immer abzukoppeln und zu überlegen, was wirklich zu dir gehört, ja, was deiner eigenen inneren Wahrheit entspricht vielleicht auch. Dann haben wir hier die acht der Kelche, auch die Karte des Loslassens, emotionales Loslassen. Alles das, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, all die Menschen, die dich verlassen haben, die du verlassen hast, wo es einfach nicht funktionierte oder Familienstreitigkeiten, alles das
wird hier hinter dir gelassen werden. Hier sind diese Berge, auf der einen Seite regnet es, aber du bist schon bereits dabei, auf die andere Seite zu gehen. Vielleicht löst du dich hier auch von Familienkonstrukten, also von Vorgaben aus deiner Herkunftsfamilie. Dein Vater oder deine Mutter haben immer auf dieselbe Weise reagiert und das hat man in der Familie halt so gemacht. Und jetzt macht man das halt nicht mehr so, was auch immer das ist. So, dann haben wir hier noch die Herrscherin und den König der Stäbe. Ja. Du wirst höchstwahrscheinlich zu deiner eigenen neuen Autorität finden. Ja, mit dem König der Stäbe hier auch. Könnte wieder eine externe Person sein, die deine Leidenschaft entflammt. Kann aber auch gut dafür stehen, dass du hier neu auferblühst. Also wir haben hier den Herrscher und die Herrscherin. Und so wie es aussieht, liegt zwischen beiden Seiten halt dieser Schmerz. Es kann auch sein, dass du eine Situation mit einem Menschen neu bewertest, weil einfach so viel Schmerz dazwischen liegt. So viel Vergangenes. Manchmal können zwei Menschen nicht mehr zueinander finden, weil einfach zu viel Porzellan zerbrochen ist. Sagt man das nicht auch so? Es ist einfach ein zu großer Schutthaufen zwischen zwei Menschen, die dann wiederum es nicht schaffen, aufeinander zuzugehen. Wir haben hier einmal den Mond, da die Sonne, man sieht es auch an diesem Szenario, hier überall regnet es, nur einen strahlt hier die Sonne aus dem Hintern und du darfst dir wirklich überlegen, was du loslassen musst. Ja? Das Alte loslassen, um Platz für Neues zu schaffen, sagt auch, dass wir uns manchmal von der Vorstellung verabschieden müssen, wie es mit einem Menschen hätte werden können. Also wenn du noch an deiner ehemaligen Beziehung hängst oder an einer alten Ehe und immer wieder die Hoffnung hast, dass es nochmal so wird wie früher, dass wenn du nur einen Weg finden könntest, um die tolle Anfangsphase wieder zurückzuholen. Es sind alles so rückwärts gerichtete Gedanken, die dich aber jetzt nicht weiterbringen. Die Montagskarte sagt, lass dich beraten, tausche dich aus. Vielleicht ist es an der Zeit, dich mit jemandem zusammenzuschließen, mit dem du über die Situation reden kannst. Das kann natürlich auch in familiärer Atmosphäre sein, dass du dir denkst, ja, wenn mein Vater nur das und das und das anders gemacht hätte, dann wäre mein Leben heute ganz anders. So. Und dann sprichst du mit deinen Geschwistern oder sprichst mit deiner Mutter oder auch mit diesem Vater darüber, was passiert ist und merkst, okay, selbst wenn das und das und das jetzt anders gewesen wäre, wäre es gar nicht abzusehen, wo mein Leben heute wäre. Also es ist so ein bisschen ein Nachtrauern von einer Illusion, die bereits in der Vergangenheit liegt. Und ich hoffe, dass du da heute einen Weg rausfindest, vor allen Dingen gedanklich, um dann dahin zu kommen, wo du eigentlich hin möchtest, nämlich in deinen vollen, strahlenden Glanz, in deine Einzigartigkeit. Und eventuell hilft es dir, wenn du dir die Tagesenergiezahl irgendwo aufschreibst. Wie gesagt, es ist die 707. Aufrichtige Gebete führen dazu, dass positive Energie reinkommt. Mach dir bewusst, was du wirklich möchtest. Mach dir bewusst, wem du vielleicht auch in der Vergangenheit vergeben darfst, dir selbst und anderen, weil die Umstände hier einfach nicht optimal waren. Da kannst du vielleicht mit großmöglichstem Herzblut den Menschen verzeihen, dass sie nicht so waren, wie du sie gebraucht hättest, als du in der Situation damals warst. Ja, wenn dir die Legung gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like oder Kommentar. Wer mag, darf auch gerne Kanalmitglied werden oder meine kostenlose Arbeit mit einer Spende unterstützen. Und falls du in deine ganz persönliche Situation hineinschauen möchtest, komm gerne auf meiner Homepage vorbei und schau dich im Onlineshop um. Du findest den Weg dahin unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wenn du magst, sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dahin, ciao!